Hallo, meine lieben Freunde, es gibt etwas zu gewinnen bei Tiger Films. Und zwar möchte ich mich bedanken bei derzeit 28 Abonnenten. Und genau, deswegen mache ich ein kleines Gewinnspiel. Und wenn ihr teilnehmen wollt, dann sage ich euch gleich, wie es geht. Aber erstmal zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. So, zum einen könnt ihr diesen schönen Suicide Squad Pop gewinnen. Das ist der gute Rick Flag. Und ich finde, der sieht ganz cool aus. Also er trägt dann Anzug und Gewehr. So, hier ist nochmal die Seitenansicht. Und der passt leider nicht. Also seht ihr auch, die Verpackung ist auch sehr schön. Keine Beulen oder so. Der passt leider nicht in meine Sammlung, weil ich möchte die anderen auch nicht sammeln. Und Rick Flag ist jetzt nicht so mein Lieblingscharakter. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Enchantress habt, dann solltet ihr vielleicht den dabei haben, weil der gehört ja zur Story irgendwie dazu. Der ist ja ihr Freund. Also nicht Enchantress Freund, sondern ich habe vergessen, wie die Ärztin heißt. Wie heißt sie denn noch? Ja, jetzt sagt ihr, oh, bist du doof, du weißt doch bestimmt, wie die heißt. Nein, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall könnt ihr diesen Rick Flag gewinnen. Das war schon mal ein geiler Preis. So, hier habe ich noch Rick Flag, den packe ich mal hier hin. Dann für alle Sherlock-Fans habe ich hier einen Sherlock-Pop. Also auch, der Karton sieht auch sehr schön aus. Ne? Hier nochmal, das ist Irene Adler. Und die arbeitet mit Sherlock zusammen. Oder ist sie nicht die... Ärgert sie ihn nicht ab und zu? Ich weiß es nicht genau. Ich bin leider nicht so doll in Sherlock. Ich habe die Serie zwar gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall weiß ich, Benedict Cumberbatch ist ja der Sherlock und der Watson ist der den Hobbit gespielt hat. Ich habe den Namen vergessen, egal. Auf jeden Fall könnt ihr diese schöne Sherlock-Figur, und zwar die Irene Adler, könnt ihr auch gewinnen. So. Und dann... Jetzt muss ich es dann doch mal ein bisschen beiseite schieben. Ne? Also es muss man so, dass sie... Jetzt habe ich auch schon... So. Und zwar habe ich hier noch einen Markov aus dem Videospiel Evolve. Und zwar ist es ein Markov und ich finde, er sieht ganz cool aus, aber passt leider auch nicht so in meine Sammlung rein. Da könnt ihr nochmal im Art sehen. Und ja, wenn ihr den gewinnen wollt, ne? Dann könnt ihr das hier machen. So, und als viertes habe ich noch ein T-Shirt für alle, die Größe L haben. Das ist ein Teenage Mutant Ninja Turtles T-Shirt. Und zwar ein Krang T-Shirt. Also man kann es hier nicht so gut sehen. Ich blende hier mal ein Bild ein mit so einem schönen Model. Unbekanntes Model Nummer 3. So, da könnt ihr das T-Shirt sehen. Also ihr seht, das ist gelb mit dem Krang in der Mitte, also mit dem Loch. Quasi, ihr seid der Krang-Roboter. Und da ist der alte Krang drin, also es sind nicht diese neuen Turtles, sondern es ist auch die alte Serie quasi. Und unten ist das T-Shirt rot. Ich finde es eigentlich sehr schön. L passt mir leider nicht. Aber ich habe es trotzdem mitgenommen, weil es im Angebot war. Und das möchte ich mit euch teilen. Und es ist komplett neu und es ist original eingeschweißt. Also ihr seht, das ist so eine eingeschweißte Hülle. Die müsst ihr schon aufschneiden, damit ihr an das T-Shirt kommt. Das heißt, es ist nagelneu, unbenutzt. Und eingeschweißt, also es ist sogar noch der Original-Fabrikgeruch drin. Und es ist 100% Baumwolle, 100% Baumwolle, Größe L. Und wenn ihr das haben möchtet, dann erkläre ich euch jetzt, wie das funktioniert. Mensch, also heute habe ich echt einen Fussel gefressen. So, was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Das ist eigentlich ganz einfach, das blende ich euch jetzt hier ein. So, und das ist Nummer 1, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Das heißt, die 28 Abonnenten können mitmachen, die jetzt gerade schon Abonnenten sind. Und jeder, der neu dabei ist, der abonniert mich einfach und macht auch bei dem Gewinnspiel mit. So, und dann schreibt ihr einen Kommentar. Moment, noch nicht den Kommentar schreiben, denn ihr wisst ja gar nicht, was ihr da reinschreiben sollt. Ich möchte nicht nur irgendeinen Kommentar, ich möchte nämlich wissen, was ihr gewinnen wollt. Denn es gibt keinen ersten, zweiten, dritten, vierten Preis, sondern ihr nehmt speziell an einem Gewinnspiel teil. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet den coolen Markov gewinnen, dann schreibt ihr in den Kommentar Hashtag, also so diese Henne, ihr wisst ja Hashtag, Markov. Und dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel für Markov teil. So, und wenn ihr den Rick Flag gewinnen wollt, dann in die Kommentare, na, nicht Rick, sondern Flag. Ihr könnt auch Rick reinschreiben, aber schreibt lieber Flag rein, dann habe ich nicht so viel Mühe, die einzelnen Kommentare rauszusuchen. So, wenn ihr dann, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil für den Flag. Und wenn ihr die Irene Adler gewinnen wollt, dann schreibt ihr ins Kommentarfeld, schreibt ihr dann Adler, also Hashtag Adler. So, und wenn ihr das T-Shirt gewinnen wollt, dann schreibt ihr Hashtag Turtles.
So, und dann nehmt ihr, also dann geht das Gewinnspiel bis zum 15.02.2017. Also, guck aufs Datum. Es ist nach dem 15. kannst du nicht mehr teilnehmen. Tut mir leid. Dann bist du zu spät dran gewesen. Aber es ist noch vor dem 15.02.2017, 23.59 Uhr. Bis dahin kannst du dann teilnehmen. Dann schreib noch schnell einen Kommentar. Also wenn es jetzt 23.58 Uhr ist, dann schreib jetzt Kommentar. So, okay, genug gealbert. Könnt ihr mehrfach kommentieren? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte so, also wenn es geht, am liebsten möchte ich an beiden Gewinnspielen teilnehmen für diese beiden Figuren. Natürlich könnt ihr sowohl Hashtag Dings als auch das reinschreiben. Aber ihr könnt auch in einem Kommentar schreiben, Hashtag Adler, Hashtag Rick. So, und wenn ihr eine Präferenz habt, zum Beispiel, ne, also wenn ihr gerne, also wenn ihr lieber den hättet als die, dann natürlich lieber in der Reihenfolge. Also das, was zuerst steht, ist eure Präferenz. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, am liebsten hätte ich den Rick, und aber auch Sherlock, dann schreibt ihr Hashtag Fleck und Hashtag Adler oder halt alle vier. Und in dem Sinne zählen die Kommentare. Und wie werden die ausgelost, die Gewinner? Die suche ich mir nicht einfach aus, weil ihr habt ja nichts reingeschrieben, außer den Hashtag. Ihr könnt natürlich auch was Nettes dazu schreiben. Das werte ich aber nicht, denn ich lose das nicht aus. Das macht ein Zufallsgenerator. Wenn zum Beispiel 70 Kommentare dastehen, dann gebe ich in den Zufallsgenerator ein, spuck mir eine Zahl aus zwischen 1 und 70 und dann sage ich, der Rick Fleck, ne, der 1 bis 70, und dann sagt er zu mir Nummer 3. So, und der dritte Kommentar, wo steht Fleck, der kriegt den. Und dann mache ich den Gewinnspiel dafür, mache ich dasselbe, ne? Und wenn das zufällig der dritte Kommentar wieder sein sollte, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich beim zweiten Mal nicht so groß wie beim dritten oder vierten Mal. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? aber wenn das dann so ist, dass er sagt, der dritte Kommentar, und du hast zufällig nicht nur Fleck geschrieben, sondern auch Adler, dann bekommst du beide. Das ist natürlich eben das Glücksprinzip, ne? Also ihr könnt Glück haben oder auch nicht, aber ich finde, ein Preis ist ja auch schon ganz geil. Also, seid nicht scheu und macht mit bei meinem Gewinnspiel. Und ich möchte mich nochmal bedanken, wirklich, bei meinen 28 Abonnenten und jedem, der dazukommt. Bleibt bei mir, dass wir eine große Familie sind. Und es werden noch weitere Specials kommen. Also bei 50 Abonnenten, da haue ich noch richtig was raus. Und bei 100 Abonnenten, da haue ich noch super richtig was raus. Und dann machen wir größere Schritte, ne? Aber lasst uns erstmal kleine Schritte machen. Ich freue mich über jeden Abonnenten, der dazukommt, ob er jetzt nun am Gewinnspiel teilnehmen möchte oder nicht. Und ich freue mich über alles, an Kritik und Nicht-Kritik. Auch an Kritik an dem Auslosungsverfahren des Gewinnspiels. Ich habe mir schon von dem anderen sagen lassen, dass das ein bisschen Blödsinn ist. Aber warum nicht? Ich meine, warum soll ich jetzt ersten, zweiten, dritten Preis machen? Ihr könnt halt an allem teilnehmen, wenn ihr wollt. Ich habe es euch ja gerade erklärt. Und das ist auch nochmal hier so abgebildet. Ne? Also wie gesagt, ne, wenn ihr eine Reihenfolge habt, ne, also das erste ist halt eure Präferenz und das zweite Wahl, dritte Wahl. In einem Kommentar, da müsst ihr nicht erst fünf Kommentare oder so reinschreiben, vier Kommentare reinschreiben für jedes Einzelne. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr bleibt bei mir, beziehungsweise ihr abonniert mich und nehmt ein Gewinnspiel teil. Dann wünsche ich euch viel Glück und ich drücke euch die Daumen. Auf Wiedersehen.